Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar da am Donnerstag, am grünen Donnerstag, dem 24. März. Grüße Sie an dieser Stelle. Wir wollen heute abschließend in dieser Woche auf den FX-Markt schauen, da morgen und auch Montag, wenn gleich der FX-Markt hier handelt, kein Devisenradar stattfinden wird. Insofern auch immer wieder der Rat an dieser Stelle, sich an diesen Zeiten durchaus zurückzuhalten, da der Markt natürlich handelt, aber durchaus aufgrund des fehlenden ja, Volumens aus Europa und eben den USA hier in Teilen durchaus sehr, sehr schnippig sein kann, beziehungsweise unkalkulierbar volatil. Und da ist es dann doch eher besser, man konzentriert sich auf die Zeiten, wo dann wieder der gesamte Markt am Start ist. Japan hat keinen Urlaub oder keinen Frei. Die werden selbstverständlich für stärkeren Handel sorgen in der Asia-Session, aber ansonsten ist da nicht viel zu holen, denke ich. Ansonsten heute der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar im Fokus. Den hatten wir schon vor 2 Tagen hier im Blick. Der Luni, wie er auch heißt, hat sich hier vorbildlich an den Fahrplan gehalten. Die Idee am 22. März war eben die, wir gehen kurz in den Tageschart, dass wir hier von diesem Bereich um 1,3064, früheres Hoch aus längeren Zeiten, 2010, lassen uns kurz dazu hier in den Monatschart-Wochenchart gehen. Da sehen wir das Level hier 1,3064 aus dem Jahr 2009, genau ist das. Genau dort hatten wir uns in der Vorwoche sozusagen versucht, hier mit dieser Wochencandle mehr oder weniger zu stabilisieren. Wir hatten ja in der Vorwoche ein Tief bei 1,2919 schon, der Markt dann aber zum Wochenabschluss wieder ein Stück weit nach oben gependelt und letztlich jetzt hier mit der laufenden Woche, und da sehen wir sehr schön, eine Erholungsphase ist hierbei definitiv eingeleitet und dies interessanterweise, wie gesagt, am Hochpunkt des Jahres 2009. Insofern ganz interessant und es muss auch noch nicht vorbei sein, wie wir damals eben schon kristallisiert haben, ist es so, dass wir hier eine Aufwärtsbewegung sehen, die sich durchaus noch fortsetzen könnte. Mit dem gestrigen Auftrieb hier insbesondere ganz klar bestätigt, sehr starke Bewegung, deutlich über 1% hat sich der Luni hier nach oben bewegt und jetzt eben die Frage, bis wohin kann es gehen? Sie erinnern sich, es wurde hier der Kreuzwiderstand bei 1,3440 definiert, 1,3430, so in dieser Zone. Haben wir zum einen diesen kurzfristigen Abwärtstrend, dann dürften sich hier auch die gleitenden Durchschnitte bündeln in Bälde und wir haben eben hier diesen Kreuzwiderstand sozusagen, der hier zunächst den Preis stoppen könnte. Grundsätzlich haben wir auch von der Saisonalität Rückenwind, auch das haben wir am 22. schon dargestellt, wenngleich jetzt hier durchaus es sich noch bis Ende März hinziehen kann, aber sehen Sie diesen Chart an hier, saisonal während der letzten 16 Jahre ab Anfang April, Schrägstrich Ende März, Anfang April geht es hier rigoros nach oben, also hier starker Rückenwind, insofern kann die jüngste Erholung durchaus fortgesetzt werden und wenn es hier zu einem Ausbruch über 1,34 kommen sollte, wäre sogar noch deutlicheres Erholungspotenzial möglich, ergo hier der US-Dollar im Vorteil gegenüber dem kanadischen Dollar, aber die eigentliche Entscheidung wird hier bei 1,3430, 1,3440 fallen. Kurzfristig, wie gesagt, das Potenzial da. Man bedenke, wie gesagt, aber wie eingangs erläutert, morgen eher ein schwacher Handelstag, Montag wahrscheinlich auch. Insofern die nächsten 2 Tageskerzen. Man darf mal gespannt sein, wie die aussehen. Letztlich dann ab nächster Woche, Dienstag, Mittwoch, dürfte es dann hier ein Stück weit stärker zur Sache gehen. Und dann wird es eben interessant, was in der kommenden Woche, Schrägstrich Anfang April, dann insbesondere passiert, wenn wir uns diesem Level hier nähern. Obacht geben, über 1,34 sieht es wie gesagt ganz bullisch aus. Unterhalb dessen kann es hier im Sinne dieses korrektiven Musters dann natürlich weiter bergab gehen. Also der US-Dollar hier ohnehin ja in einem kleinen Zwiespalt. Wir hatten ja auch hier im gestrigen Devisenradar-Webinar das Währungspaar besprochen und auch den US-Dollar-Index, der sich hier ein Stück weit schwer tut, weiter nach oben zu laufen. Das muss man wirklich mal sehen, wie der weitere Jahresverlauf aussieht. Wird sicherlich viel von der Notenbank abhängen, eben der amerikanischen Fed, ob diese jetzt hier ihren Zinskurs tatsächlich umsetzt oder doch weiter zurückrudert. Faktisch, wenn das passiert, Sie sehen ja hier, was ja, seit Januar letztlich erfolgt ist, neben dem, dass der Ölpreis sich stabilisiert hat, das den kanadischen Dollar mehr oder weniger auch antreibt. Deswegen auch hier die Korrektur, aber primär auch deswegen, weil die US-amerikanische Notenbank eben ihre Statements aus dem letzten Jahr und insbesondere eben vor dem Hintergrund der Leitzinsanhebung im Dezember hier eben immer weiter zurückrudert und das bringt den US-Dollar deutlich unter Druck und das heißt, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar muss nicht fertig sein mit der Korrektur. Kurzfristig ist hier auf jeden Fall eine weitere Erholung zu sehen. Kann, wie gesagt, auch über 1,3430 rausführen, aber direkt jetzt von einer großen Wiederaufnahme der generellen Aufwärtsbewegung zu sprechen, das muss man erst mal sehen. Faktisch wäre hier der Bär ganz klar im Vorteil, wenn es hier unter 1,28 geht. Das Level muss man auf jeden Fall unter mittelfristigen Gesichtspunkten auf der Pfanne haben. Sollte der Luni hier praktisch die aktuelle Erholung abbrechen,
neue Tiefs machen. Dabei wäre insbesondere das Niveau hier vom 18.03. zu nennen. Unterhalb von 1,2923 muss man aufpassen, wenn es dann unter 1,28 kippt, das Währungspaar, dann haben wir hier ein definitives Verkaufssignal und dann dürfte der Luni auch noch wesentlich weiter zurückkehren. Dann haben wir hier Levels zu erwarten, die im Bereich 1,2385 oder sogar 1,20 knapp liegen. Das wären definitiv die bärischen Muster, die ich auch dann durchaus im weiteren Jahresverlauf mir vorstellen könnte. Also es sieht jetzt meines Erachtens nicht so aus, als würde der Luni jetzt hier wieder die Höchststände von 1,45 attackieren können. Also mein persönlicher Bias spricht hier eher für eine andere Richtung. Das entscheidet sich aber, wie gesagt, bei 1,34 und wenn es hier deutlich rausgeht, dann eben hier bei der Marke von 1,40. Oberhalb dessen wäre meines Erachtens der Luni dann erst wirklich wieder in einem bullischen Fahrwasser. Wenn wir uns hier über 1,40 etablieren, dann hätte man unter mittelfristigen Gesichtspunkten sicherlich auch gute Chancen, neue Mehrjahreshochs zu generieren. Neben dem kurzfristigen Bias, der bullisch ist, sehe ich das aber aktuell nicht. Insofern mal abwarten, was kommt. Man muss sich ohnehin am Chartverlauf orientieren und er kann sich natürlich auch, wenn man jetzt hier das oder den Bias fährt einer kurzfristigen Erholung mit anschließender Schwäche, kann es sich natürlich dann auch schnell umkehren, das Bild. Und dann muss man sich natürlich hier anpassen. Und oberhalb von 1,40 wäre das meines Erachtens der Fall, sodass man dann hier wieder den bärischen Bias fahren, den bullischen Bias fahren kann. Bärische Bias hier meines Erachtens durchaus noch zu favorisieren. Ganz spannend, hier die 1,3430, insofern mal aufgepasst, was da passiert. Gehen wir mal in den Intraday-Verlauf vom Luni. Der hat sich heute ohnehin bislang wieder 74 Pips bewegt, das ist recht anständig. Dahingehend, dass die anderen Währungspaare sich eher zurückhalten. Also hier die Erholung doch durchaus im Gange. Und was hier sehr schön zu interessieren sehen ist hier im Stundenchart, wir haben diese untere Trendlinie, diese stützende. Und die kann man hier relativ simpel kopieren, nach oben abtragen. Dann haben wir hier praktisch einen Abwärtstrendkanal, der sich etabliert hat seit Mitte Februar. Und genau dieses Level wurde hier mit der Stärke der heutigen Nacht überwunden. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also spricht auch kurzfristig für weiter steigende Preise. Auch wenn der Luni jetzt hier in der aktuellen Stundenbewegung wieder zurückkommt, sieht das nicht schlecht aus für eine weitere Performance. Ein kleiner Pullback an diese Linie könnte hier sogar eine Einladung darstellen, denn wir haben hier einen kleinen Horizontalbereich. Das zeichnen wir mal als Unterstützung in den Chart. Sie sehen hier die Preisbewegung vom 11. März. Dies gekoppelt mit dem aktuellen Ausbruch bietet, auch wenn hier ein kleiner Pullback in Richtung 1,32 läuft, durchaus die Möglichkeit eines Long-Engagements. Und hier wären durchaus in den nächsten Tagen ja, bis zu 200 Pips nach oben möglich. Ja, also die 1,34 dürfte definitiv interessant werden kurzfristig. Pullback kann hier einladen für ein Long-Engagement. Ansonsten, wenn wir heute neues Tageshoch machen, kann es auch direkt weitergehen, um dann hier praktisch die 1,3430, 1,34 anzusteuern. Und dort muss man dann, wie gesagt, die Situation exakt und marktnah bewerten, ob es denn dann tatsächlich dafür reicht, dass der Markt hier nach oben ausbrechen kann. Die Chancen, da wieder nach unten zu drehen, halte ich auch für möglich. Insofern, das ist eine sehr, sehr spannende Situation. Die werden wir dann aber auch höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche kommentieren, wenn der Markt dort hinlaufen sollte. Gut, ansonsten für den heutigen Tag, was haben wir noch zu sagen? Der Donnerstag eigentlich für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar ein bärischer Tag. 40% positive Schlusspreise, das ist eine schwache Anzahl. Da darf man eigentlich erwarten, dass der Markt negativ ist. Diese Zahl ist aber bezogen auf die letzten 52 Handelswochen, kann sich natürlich ändern. Nach der aktuellen Einschätzung rechne ich eher damit, dass wir heute positiv schließen und dann kommen, wie Sie auch sehen, hier der sehr, sehr bullische Freitag und der sehr, sehr bullische Montag. Also es sind wirklich hier jetzt kurzfristig eigentlich gute Tendenzen, bis eben auf die Ausnahme, dass wir jetzt hier die Osterfeiertage vor uns haben. Aber von der Statistik her haben wir dann hier nach dem heutigen Tag zwei bullische Tage vor uns, die den Bias hier in Richtung 1,34 durchaus beflügeln. Insofern sieht es ganz gut aus. Halten Sie den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar im Auge. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen ein angenehmes Osterfest und wenn Sie mögen, wie gesagt, hören wir uns am Dienstag um 9:30 Uhr wieder. In diesem Sinne, schöne Ostern, auf bald und tschüss.